So, liebe Freunde, erster Vlog, Hessen-Derby, DL2, Kassel gegen Bad Nauheim. Ich bin gespannt, starten wir direkt mal rein. So, bevor wir zu den ganzen Eindrücken kommen, lasst uns doch mal die Geschichte von den Huskies etwas zusammenfassen. Seit 1977 wird aktiv Eishockey in Kassel gespielt. Während in den Folgejahren der Eissport in Nordhessen immer mehr an Beliebtheit gewann, gehörten die Schlittenhunde 1994 zu den Gründungsmitgliedern der DEL, die Deutsche Eishockey-Liga. 10 Jahre konnte man sich in der ersten Liga auch gut etablieren, wo man 1997 auch Vizemeister wurde. Ab 2004 begann die Abwärtsspirale, welche von einem Ab- und Aufstieg geprägt waren und endete vorerst 2010 mit dem Lizenzentzug. Aber nach einer Neuformierung in der Hessenliga war man bereits 4 Jahre später wieder im Profi-Eishockey und spielte seitdem in der DEL2, wo man auch stets zu den Top-Favoriten gehört und 2016 sogar Meister wurde. Das alles fand in der Eissporthalle am Aue-Stadion statt, welches seit August 2023 fortan den Namen Nordhessen Arena tragen wird. Während ganz zu Beginn um die 3000 Zuschauer die Spiele besuchen konnten, sind wir nach ein paar Erweiterungen mittlerweile bei einer Kapazität von 6100 Menschen. Das war es aber noch nicht, denn seit 2021 wird die Spielstätte wieder erweitert und soll bis 2025 eine Multifunktionsarena werden, welche ein Fassungsvermögen von 9000 Zuschauern haben soll. Daher war auch gerade zu meinem Besuch der Haupteingang eine große Baustelle, aber das seht ihr gleich hier im ersten Clip. Los geht's! Da ist der Gästeblock. Noch ist Zeit. Ein Tor. Prüfung des Videobeweises bleibt die Entscheidung kein Tor. Thank you.
Bei 4.258 Zuschauern. Schön, dass ihr alle da seid. Zwei Startminuten weiter. Da gibt es ja Diskussionsbedarf. Tja, das sind die Bad Nauheim-Fans noch schön am Feiern und fordern natürlich, dass ihre Mannschaft nochmal rauskommt. Schauen wir mal. Da müssen wir durch. Das war also mein erster Arena-Vlog. Direkt zu Beginn, ich wollte auch den Fanshop unbedingt besuchen. Leider war er aufgrund des Umbaus nicht mehr da, wo er sonst war. Leider habe ich erst nach dem Spiel erfahren, wo der neue Standort bzw. der Übergangsstandort sich befindet. Deswegen ist es leider nicht mit diesem Video drin. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was ihr denkt, gerade hier wegen dem ersten Vlog auf meinem Kanal. Was soll ich anders machen?
Soll ich vielleicht mehr reden, weil gerade in diesem Video habe ich ja ein bisschen weniger dazwischen gequatscht. Wollt ihr noch mehr von der Arena sehen, also außen oder innen oder beides? Gefällt euch auch die kurze Standortzusammenfassung am Anfang des Videos? Die Idee habe ich außerdem von Benji von No Hand Gaming. Danke und Grüße gehen raus. Ich habe mir auf jeden Fall schon ein paar Punkte notiert, die ich beim nächsten Mal besser machen möchte. Denn das soll ja auch nicht der letzte Vlog gewesen sein. Gerade für meinen nächsten habe ich ein paar coole Ideen, die ich auf jeden Fall umsetzen möchte. Ich möchte noch nicht verraten, wohin es geht, beziehungsweise wo ich sein werde. Werdet ihr auf jeden Fall früh genug erfahren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr mir jetzt auch schön drunter schreibt, was ich besser machen soll, was ich anders machen soll. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Und dann werden wir mal schauen, okay, wie kann ich was umsetzen? Beziehungsweise vielleicht habt ihr noch Ideen, die ich noch gar nicht jetzt aufgeschrieben habe. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!